Sobald sich Hüftspeck einmal angesammelt hat, ist es gar nicht einfach, diesen wieder loszuwerden. In vielen Fällen ist es jedoch bereits hilfreich, Blähungen zu reduzieren, die zu einem größeren Bauchumfang führen. Die Veränderung bestimmter Lebensgewohnheiten kann sehr hilfreich sein. In diesem Artikel empfehlen wir dir einen 3-Tages-Plan, um deinen Hüftspeck mit zu reduzieren und auch eine lagerte Flüssigkeit und Giftstoffe auszuleiten. Damit gewinnst du an Vitalität und Wohlbefinden. Beim Lesen des Titels werden viele denken, dass es sich um eine ungesunde Wunderdiät handelt. Doch dies ist nicht der Fall. Wir stellen dir eine gesunde Ernährungsweise vor, die bewusst und ausgewogen ist und zusammen mit anderen Ratschlägen helfen kann, Blähungen zu lindern und Hüftspeck abzubauen. Dabei müssen ein paar Regeln beachtet werden, um erfolgreich zu sein. Ballaststoffen, gesunden Fetten und pflanzlichen Proteinen sein. Diese Kombination hält lange satt und hilft gleichzeitig beim Abnehmen. Dieser Drink wird gleich nach dem Aufstehen hergestellt und getrunken. Das wusstest du nicht. 5 Shakes mit Kiwi, die du probieren solltest. Die Hauptmahlzeiten und das Abendessen sollten aus 2 Komponenten bestehen. Im Falle der Hauptmahlzeiten empfiehlt es sich, mehr rohes Gemüse und länger sättigende Proteine einzubauen. Abends ist gekochtes Gemüse mit mageren oder leicht verdaulichen Proteinquellen besser. Zu guter Letzt ist es ausschlaggebend, während den 3 Tagen auf ausreichend Bewegung achtet. Gehe laufen und treibe eine halbe Stunde Sport mittlerer Intensität. Sprünge, Kniebeugen, Liegestütze und Dauerlauf sind ideal, um den Stoffwechsel anzuregen und Fett zu verbrennen. Ganz besonders im Bereich der Hüfte,